Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 16. Wir müssen nach Eastpool reisen, haben aber noch Nebenquests hier, sehe ich gerade. Die würde ich doch sehr gerne erledigen, die Nebenquests. Was haben wir hier? Brennan, der Söldner. Keine Zeit, ich... Oh, du bist Clive, nicht wahr? Martha hat mir viel von dir erzählt. Es heißt, du seist geschickt mit der Klinge. Du scheinst es eilig zu haben. Wohin des Wegs? Hoffentlich nicht weit. Aber jeder Moment, den ich hier vertrödle, könnte jemanden das Leben kosten. Klingt ernst. Was ist los? Es geht darum, was passieren könnte. Sie haben gemerkt, dass er ein Träger ist. Und nun will einer seiner früheren Freunde und Nachbarn ihn in Ketten legen lassen. Wo ist dieser Träger? Er war nicht so dumm, auf die Kaiserlichen zu warten. Der arme Kerl ist abgehauen und hat sein ganzes Leben hier aufgegeben. Aber sie werden ihn bald verfolgen. Ich muss ihn finden und ihn verstecken, und zwar schnell. Clive, wenn du die Zeit erübrigen kannst, wäre mir deine Hilfe willkommen. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Kann ich machen, ja. Natürlich. Wir Träger dürfen einander nicht im Stich lassen. Danke, Clive. Mit deiner Hilfe finden wir ihn bestimmt. Er heißt Norris. Wir müssen ihn finden und zu Martha bringen, bevor die Kaiserlichen ihn kriegen. Hast du ihn schon? Du wirst den Bastard nicht erwischen, wenn du hier rumstehst und quatschst. Diese elende Schlange hat mich getäuscht. Hat getan, als wäre er einer von uns. Dabei gehört er zu denen. Wir müssen ihn fangen und den Kaiserlichen ausliefern. Der Strick ist zu gut für ihn. Nun wird's bald. Wenn er entkommt, landet dein Kopf in der Schlinge. In Ordnung, Ronald. Wir wollten grad los. Sieh doch, ich habe einen Helfer. Ich habe ihm alles erklärt. Ha, du willst Träger mit Trägern fangen, oder was? Das glaubst du doch selbst nicht. Mir reicht's. Ich finde den Kerl alleine. Warte doch, Ron. Da draußen ist es gefährlich. Wir wollen nicht, dass dir etwas zustößt. Aber du kannst doch deshalb keinen Träger schicken. Clive, das kann hier noch dauern. Geh du schon auf die Jagd. Ich komme, sobald ich Ronald beruhigt habe. Jemand will Norris am gefallenen Tor gesehen haben. Hör dich am besten dort um, ob jemand etwas weiß. Wir müssen ihn finden. Er darf uns nicht durch die Lappen gehen. Ich finde diesen Norris besser, bevor Ronald es selbst in die Hand nimmt. Träger sind ziemlich einfach zu erkennen. Was hat er wohl damit gemeint, dass er getäuscht wurde? Ja, find was raus, komm. Die andere Nebenquest nehmen wir dann an, sobald diese fertig ist. Auftragsziel in der Nähe. Erkundige dich nach Norris. Du kennst nicht zufällig einen Norris, oder? Doch, kenne ich. Ist vor kurzem in diese Richtung gelaufen. Sah aus, als hätte er es sehr eilig. Er hatte eine Laterne dabei, warum auch immer. Eigentlich ist er keiner, der im Dunkeln noch draußen bleibt. Dann ist er also in die Sümpfe gegangen. Alles klar. Danke. Alrighty. Dann suchen wir den Kollegen mal. Dieser Tage muss man damit rechnen. Ich bin gespannt, wann ich selber mit Chocobos reiten kann, weil das würde, glaube ich, das Leben um einiges einfacher gestalten. Ich sollte die Augen offen halten. Dann halt mal die Glubscher offen. In der Hinweise auf Norris Aufenthaltsort. Guck mal hier. Was ist das? Die Laterne. Eine Laterne. Die muss von Norris sein, kein Zweifel. Wenigstens weiß ich jetzt die Richtung. Der ist safe da vorne in der Hütte. Wo denn sonst? Jemand hat sie abgemetzelt. Ich frag mich, ob das Norris war. Ja, wer sonst, Clive? Ist er das da? Bist du Norris? Ja. Yeah. Norris, nehme ich an. Lass mich in Ruhe. Du
trägst kein Mal. Deshalb konntest du also alle täuschen. Ronald hat dich geschickt, oder? Hetzt einen Bluthund auf seinen besten Freund. Ich dachte, wir ständen uns nahe. Dann hab ich in seine hasserfüllten Augen geblickt. Doch das ist jetzt alles egal. Ich lasse mich nicht versklaven. Von einem Träger zum anderen, bitte! Misch dich nicht ein! Du weißt, wie sie uns behandeln! Nicht dein Freund schickt mich, sondern einer von Marthas Männern. Er wollte, dass ich dir helfe. Ich verstehe nicht. Martha nimmt Träger bei sich auf. Sie ist auf unserer Seite. Du kannst ihr vertrauen, glaub mir. Wer hätte das gedacht? Aber es überrascht mich nicht. Sie hat ein gutes Herz. Warte hier und bleib außer Sichtweite. Du bist bald unter Freunden. Danke dafür, dass du das für mich tust. Und verzeih, was ich gesagt habe. Du bist kein Bluthund. Weit davon entfernt. Ich wurde schon schlimmer beschimpft. Oh, ich habe vorhin eine Laterne gefunden. Ich nehme an, das ist deine. Danke. Ich habe sie verloren, als diese Kreaturen mich angegriffen haben. Aber wenn ich ehrlich bin, war ich irgendwie froh, sie los zu sein. Ron hatte sie mir gegeben. Gut, ich werde sie behalten. Vielleicht kann ich damit die Suche der Kaiserlichen beenden, bevor sie beginnt. Ein Träger ohne Mal. So lange frei zu leben und dann von einem Freund verraten zu werden. Ja, so ist das Leben, Clive. Kannst keinem Schwein vertrauen. Naja, wir reisen per Schnellreise zurück zu Marthas Rast und geben die gute Quest mal ab. Gucken, ob es noch weitergeht oder nicht. Als ob ich sowas Du bist ja schon zurück, Clive. Wie läuft die Suche? Sag schon, Träger. Hast du den Bastard erwischt? Nur was von ihm übrig war. Ein von Bestien zerfetzter Leichnam. Und das hier. Zeig das mal her! Nein, das kann nicht sein. Können wir den Fall als abgeschlossen betrachten? Oder willst du die Leiche sehen? Nein, ich meine, was soll ich mit den Überresten? Er ist tot. Ende der Geschichte. Ich wünschte nur, dass diejenigen, die seine Veranlagung entdecken sollten, ihre Pflicht getan hätten. Einen Träger ohne ein Mal rumlaufen zu lassen. Wo kommen wir denn dahin? Was sollen denn jetzt die Leute von mir denken? Da kommt der Trägerfreund, wird's heißen. Mein Ruf ist ruiniert. Ist es wahr, Clive? Ist Norris wirklich... Er lebt. Du findest ihn in einer Hütte in den Sümpfen. Er wartet dort auf dich. Oh, du bist ja mit allen Wassern gewaschen. Du hast das Richtige getan. Danke. Es ist nicht viel, aber bitte, nimm das. Ja, haben wir es schon abgeschlossen. Sehr gut. Falsche Freunde. Dann noch ein bisschen Sachen zum Sachen herstellen. Ja, genau. Sehr gut artikuliert. Und dann nehmen wir auch die zweite Quest gleich an. Was hast du so? Du bist doch dieser Träger, der für blöd wie ich bin, ist mir mein Kristall aus der Hand gerutscht und in den verdammten Sumpf gefallen. Und weil ich nicht so eine Gabe wie du besitze, kann ich ohne den Splitter meine Fische auf dem Weg zum Markt nicht kühlen. Du schaffst es bestimmt schneller, ihn zurückzuholen als ich. Ja klar, oh, 1000 Gil gibt's oben drauf, okay? Versprich nur zu suchen. Ach, ich habe vergessen, etwas über den Kristall zu erwähnen. Ein wildes Tier könnte ihn verschluckt haben. Na klasse. Sag bloß. Könnte, wohlgemerkt. Ich konnte es nicht genau sehen. Aber da unten sind so viele Sumpfkrabben. Die haben sich alle draufgestürzt. Klingt, als müsste ich ein paar Schalen knacken. Ich bin mir sicher, dass du das souverän meistern wirst. Einfach die Leiter hier runter, ja? Viel Glück. Dankeschön. Auftrag verfolgen. Ja, dann gehen wir mal runter hier.
Und jetzt? Ach so, hier. Dass er jedes Mal die Leiter nehmen muss. Spring doch einfach runter. Tut dir ja nicht weh. Na dann. Das Krabbenkristalle fressen wir mir neu. Das wird interessant. Haben wir noch das Orkanrad? Ja, gut. Gib mir Feuer! Ei! Sehr gut. Komm, hau so richtig rein hier. Oh, fuck. Wollte ich nicht aktivieren. Ja, wobei, ich habe zwei getroffen, oder? Ja. Immerhin. Das muss er sein. Ist was. Länger als nötig werde ich nicht hier unten bleiben. Was habe ich denn, Kristall, schon? Sprich mit Clark. Ah, das war's schon, oder was? Das war ja easy. Also die Nebenquests sind wirklich sehr, sehr kurz. Da hast du andere Games, da haben Nebenquests 5-stündige Stories. Ja, hast du mir auch recht. Ah, fuck, nee, hier geht's nicht hoch, hier geht's hoch. Ja dann, hier, mein Freund. Und? Hast du ihn? Ja, hier, bitte. Mutziger Kristall. Danke, du hast mich gerettet. Noch länger ohne Kühlung und man hätte meine Fische von hier bis zum Markt gerochen. Pass in Zukunft besser auf. Das werde ich, glaub mir. Sonst brauche ich morgens meine Netze gar nicht erst auszuwerfen, wenn ich den Fang nicht in die Stadt kriege. Früher hat man als ehrlicher Steuerzahler jederzeit neue Kristalle bekommen, aber die Zeiten sind lange vorbei. Die Vorräte sind leer und wer keinen Kristall mehr hat, für den gibt es keine Hoffnung. Wenn ich meinen noch einmal verlieren sollte, dann werfe ich meine Netze in den Sumpf und gehe betteln. Mach du das. Ist mir eigentlich egal, was du machst. Hauptsache, ich krieg meine Kohle. Das ist alles, was ich brauche. Gut. Dann wird es erledigt. Dann sind wir für heute auch fertig. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss.